Im April dieses Jahres werden Millionen von Menschen ihre Rechnungen nicht mehr zahlen können. Wie die Covid-19-Pandemie ist dies eine weitere, unvermeidliche Folge eines Systems, das nie dafür konzipiert war, uns Sicherheiten zu bieten. Schon vor der Krise mussten wir dafür kämpfen, um über die Runden zu kommen, und nun stehen wir Krankheit, Arbeitslosigkeit und der Katastrophe gegenüber. Aber wir können gemeinsam diese Zeit überstehen. Lasst uns ab April unsere Miete und unsere Kredite nicht mehr zahlen und alle verteidigen, die das auch nicht mehr können. Warum sollten wir die Taschen der Reichen füllen, wenn so viele von uns in Not sind? Banken und Vermieterinnen sollen keine Profite mit unserem Zuhause machen, während wir kein Geld verdienen können. Das ist doch schlicht gesunder Menschenverstand. Die Regierung macht sich vorrangig Sorgen um die Wirtschaft. Es liegt an uns, sich jetzt umeinander zu kümmern. Wendet euch an eure Nachbarinnen, baut Verteidigungsgruppen auf, sucht lokale Druckpunkte, sprecht über Taktiken, seid kreativ, bereitet euch darauf vor, Zwangsräumungen zu verhindern. Je mehr Menschen sich beteiligen, desto sicherer werden wir alle sein. Gemeinsam können wir die Gerichte und Polizisten, die die Privilegien der Reichen durchsetzen, besiegen. Das Virus bedroht unser Leben, aber es bedroht auch die Gesellschaftsordnung, die uns bereits zuvor das Leben unmöglich machte. Gemeinsam können wir beides überleben. Diesen April, keep your rent. Und fordert eure Nachbarn auf, das Gleiche zu tun.